Da bin ich. Mit der 7. Folge. So, im Theater war ich fertig. Das heißt, ich müsste eigentlich rausfinden, wo dieses blaue Orb-Ding ist, damit ich irgendwo weiter kann. Ich habe auch eine schlechte Nachricht und eine noch schlechtere Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, ich habe tatsächlich nachgeguckt, wo dieses blaue Orb-Ding ist. Und die noch schlechtere Nachricht ist, ich habe nichts im Internet zu diesem Spiel gefunden. Es hat weder eine Wiki-Seite noch irgendeine andere Form von Informationssammlung. Also sprich, ich weiß nicht, wo das Ding ist. Sprich, ich bin mehr oder weniger Hardstuck. Ich würde hier auch gerne rauskommen irgendwie, aber ich weiß auch nicht wie. Ich glaube, ich muss da hinten raus irgendwo. Aber ich habe vergessen, wie ich hier hochkomme. Ich glaube einfach mit Springen. Wer hätte es gedacht? Ja. Ich glaube, hier war der Ausgang, wo die ganzen Ziegen standen. Aber wo könnte diese Orb-Fähigkeit sein? Also vorausgesetzt, es ist wirklich irgendeine Fähigkeit, die ich finden muss. Ah, genau. Na gut, dass ich hier lang gegangen bin. Ja, hier war ja noch einiges, was ich irgendwie nicht entdeckt habe. Ich glaube, in der Richtung waren irgendwie auch blaue Orbs. Also müsste ich mal hier lang irgendwie gucken. Aber ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, dass ich hier lang komme. Aber wofür soll das hier sonst alles sein? Achso, ich kann hier walljumpen. Irgendwie, ja. Oh, das kann man irgendwie schaffen. Irgendwie. Kann man sich... Ah nee, man kann sich mit der Wand nicht von einem Tritt abstoßen, wenn man da lang gleitet, glaube ich. Das macht es natürlich irgendwie noch schwieriger. Hilfe. Aber ich meine, mit was für einer Art von Fähigkeit soll man denn hier sonst irgendwie langkommen? Das erschließt sich mir nicht wirklich. Ja. Ich meine, ich hätte mir auch einfach ein Walkthrough auf YouTube angucken können. Habe ich aber nicht gemacht. Oh, ich bin der Mist. So, CD. Oh boy. Ist hier irgendwo die Orb-Fähigkeit? Speicherpunkt, okay. Den nehme ich. Oh. Ja, das ist wieder nur ein HP-Upgrade, aber wie soll ich denn da hinkommen? Muss ich... okay. Kriege ich vielleicht noch irgendeine Art von Movement-Fähigkeit, außer dieses Orb, was auch immer? Ups. Ich drücke immer den Butt Stomp oder wie die Sache heißt. Oh boy. Hey, den Ort kenne ich doch. Hä, aber warum bin ich denn hier nicht weitergegangen? Ach so, weil das hier offensichtlich nach Bullshit aussieht. Ja.
Aber war ich dann schon mal da hinten? Ja, bestimmt. Ja, ich muss trotzdem mal nachgucken. Ja, doch, doch, ja, hier war ich schon mal. Dann lade ich jetzt noch mal den Spielstand. Von hier oben kam ich. War hier noch eine Tür? Ach ja, genau, der Kram war hier noch. Da müsste ich erstmal irgendwie hoch. Das Level-Design, ne, wie gesagt, ist wirklich irgendwie random. Ich bin nicht immer sicher, was das Spiel von mir erwartet. Ich meine, was soll das denn hier für eine Ecke sein? Das reicht ja nicht mal zum Walljumpen hier. Aber hierfür reicht's. So. Cool. Ja. So eine neue Fähigkeit hätte ich gerne. Oh. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich da auch schon mal war. Okay. Ja, aber jetzt komme ich hier nie wieder hoch, wenn sich jetzt rausstellt, dass der Ort hier irgendwas... Das ist doch wieder dieser Raum, wo ich vorhin drin war. Ja, wirklich. Oh Mann, ey. Wie soll mir das hier helfen? Das ist schon alles aktiviert. Da hinten wird ja auch nichts sein. Und der Spielstand wird neu geladen. Also muss ich jetzt dann doch da runterspringen, was ich da nochmal gesehen habe. Oh Mann. Wie bin ich hier hochgekommen? Steuert sich wirklich flüssig. So, was erwartet uns hier Spannendes? Ich wette, das hier, das habe ich bestimmt auch schon mal gesehen. Ja, kommt mir irgendwie bekannt vor. So gewinne ich nicht an Höhe. Oh no. Au. What? Wir... Hä? Okay, ganz neue Fähigkeiten hier. Okay. Ich würde einfach mal behaupten, das wäre ein Bug oder irgendwas. Oder zumindest ungewollt. Ach. Unwanted Emergent Gameplay oder so eine Art. Ich gewinne hier nicht an der Höhe, so. Ja, und dann habe ich keine Sprünge mehr übrig. Nur um dann eh rauszufinden, dass der Ort da hinten Bullshit ist. Grrr. Ist aber auch konstant hier, ne? An der Ecke.
Okay, vielleicht sollte ich mir die Sprünge aufheben, aber ich meine, ich verliere sonst eh an Höhe mit dem Gleiten einfach. Let me... Okay. So, da oben ist eine Tür und hier ist eine Tür. Und jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Da ist das Theater. Oh. Ja, damit... Obwohl, nee. Hm, dann war ich hier vielleicht doch nicht. So, aber wie soll ich denn jetzt bitte da hochkommen? Ups. Also, es ist nur... Ach so, jetzt... Okay, cool. Höchst merkwürdig das Springen heute. Ach, verlieh ich so viel an Höhe. Okay. Hm, das wird keine Fähigkeit sein. Ja, toll. Oh, wieder. Also ich bin kurz davor, mir wirklich... Ja, obwohl, ich lasse es lieber, ein Tutorial anzugucken, würde ich sagen. Aber da muss ich ja irgend so ein 2-Stunden-Video durchforsten, in der Hoffnung, dass irgendwo dieses blaue Orb-Ding zu finden sein wird. Und weil dieses Game ja leider so extrem offen ist, könnte das überall in dem 2-Stunden-Video vorkommen. Kann man hier eigentlich hoch irgendwie? Bestimmt. Easy. Oh. Doch nicht so einfach. So, und jetzt? Da hoch. No! Also, das von der Wand abprallen ist... Also... Fuck, fuck this place. Aber wie komme ich denn hier weg? Oh nein, jetzt muss ich hier wieder lang. Ah. Hier lang? Na gut, ich hätte auch einfach den Spiel schon neu laden können. Zu spät. Tja, da darf ich mich nicht recovern. Hm. Ja. Und ihr braucht gar nicht in die Kommentare schreiben oder so, weil in der Zeit, wo ihr hier dieses Let's Play seht und denkt, ihr könntet mir helfen, habe ich das Spiel schon lange... Entweder fertig gespielt oder weggeworfen. Aber wenn ihr ein Zeitreisender oder so seid, ne? Wisst ihr Bescheid. Könnt ihr mir die Information irgendwie zukommen lassen rechtzeitig? Da ist auch noch Bullshit, der unwichtig ist. Hm. Ich sollte vielleicht erstmal speichern. Tja, welcher Ort fehlt denn jetzt noch? Der Keep. Aber im Keep, da waren ja auch ganz viele blaue Orbs, wo ich dann aufgegeben habe. Ich würde sagen, es kommt gleich ein sehr merkwürdiger Cut auf einmal.
So, ich habe mir ein YouTube-Video angeguckt und ich bin nur minimal schlauer geworden. Es gibt nämlich eine Fähigkeit an dem Ort, wo ich nicht hin will, nämlich im Underbelly. Und mit der Fähigkeit kann man sich tatsächlich, wie ich mir das schon irgendwie dachte, sich von Gegnern wegbouncen, wenn man die zum Beispiel in der Luft angreift. Und so komme ich dann zum Beispiel eben auch da oben an dieses grüne Ding. Und beziehungsweise man kann sich nicht nur von Gegnern abbouncen, sondern auch von Objekten. Und damit sind dann höchstwahrscheinlich diese blauen Orbs gemeint. Aber jetzt muss ich den Underbelly erstmal wieder finden. Und wenn ich im Underbelly bin, dann weiß ich auch nicht hundertprozentig, wo das ist. Ich weiß nur grob, wie einige Räume aussehen. Also ja, wenn ich mir was angucke, dann aber auch nicht komplett, ne? Damit ihr halt mitleidet. Ach. Ich würde gerne hier landen. So, ist der Underbelly hier irgendwo? Cool. Maybe. Ach, der herum schon wieder. Ich glaube, der Underbelly war irgendwo in der Nähe von Sansa Keep, aber ich bin mir halt auch nicht, oh Mann, nicht sicher. Ich könnte stattdessen Sims gerade spielen, aber nee. Ich weiß, immer noch hier, goddammit. Ich weiß, ich bin ein richtiger Hardcore-Gamer, der Sims spielt und so. Hilfe. Wo bin ich? Und tot. Der Ort. Oh, genau, da oben ist Sansa Keep. So, und hier war irgendwo der Eingang zum Underbelly. Ich habe auch gesehen, das Spiel kam wohl zuerst irgendwie auf itch.io oder sowas raus in einer etwas anderen Version. Ich habe nämlich irgend so einen 12-Minuten-Speedrun mir angeguckt und da sah Sansa Keep auch ein bisschen anders aus. Ey. Warum ist da eigentlich was zum Kaputtmachen? Das muss ich jetzt investigaten. Kann ich nicht mal landen. Geil. Ich gehe einfach mal hier durch. So. Ich meine, so schlimm. Ach, ist ja der Underbelly nicht. Aber die Aussage werde ich noch bereuen. Okay. Ich glaube, es wird auch in der Zeit, dass ich die Hose ausziehe. Oh Gott. Na gut. Ich gucke einfach mal, ob ich hier trotzdem irgendwie lang. Oh, das ist ja einfach. Okay. Ja, toll, aber hier brauche ich hundertprozentig die Sachen für.
überall immer irgendwelche Ausgänge. Oh Mann. Gut, aber dann weiß ich ja schon mal, wo der Bossschlüssel hier ist. Ich muss halt jetzt nur die Fähigkeit finden. Ich glaube, es wird an der Zeit, dass ich mein eigenes Videospiel irgendwie mal programmiere. Ich meine, wenn das hier so, weiß ich nicht, das Bare Minimum ist, was man braucht, um auf Steam Geld zu verdienen, ne? Kann das ja so schwer nicht sein. Ja. Das hier sieht doch schon mal ganz gut aus, aber ich bin mir auch nicht wirklich sicher, wie der Anfangsraum aussieht, wo ich hin muss. Einfach nur random Cubes hier. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, ich muss da oben durch. Oder muss ich hier drunter lang? Bin mir nicht sicher. Aber ich weiß, dass irgendwo ein Schalter an der Wand ist. Und den... Ja. Okay, hier war ich auch schon mal. Hier bin ich richtig. Aber da muss mich ja letztes Mal irgendwas davon abgehalten haben, das Ding zu kriegen. Oder weiterzugehen zumindest. Bin ich wieder hier? Be right back. Also der Walkthrough-Typ ist auch völlig verwirrt, wo er lang muss. Aber der ist auch hier erstmal durch die Burg irgendwie gegangen. Oder hat es zumindest versucht mit seinem Skill. Bloß speichern. Und danach ist er aber auch irgendwie an Orten vorbeigelaufen, die ich, in denen ich auch schon überall war. Kein Wunder, dass er sich hier verirrt hat, ey. Ja. So. Indirekter Progress. Genau, und dann hat man sich ja hier durch diese ganzen Wände geschlagen, unter etwa ein bisschen Zeitdruck. What? Hä, wie bin ich denn jetzt in der Luft rückwärts gesprungen? Okay. Falscher Knopf. Da oben ist ein Vorhang. Also ein Hang. Also, ne? Genau. Shit. Cool. So. Und dann, oh Gott, Hilfe. Dann ist man wieder in diesem Bullshit-Raum.
kämpft sich wieder durch irgendwelche Höhlen, die komplett gleich aussehen. Genau, dann ist er an dieser Fackel vorbeigelaufen. Ich bin froh, dass ich mir das nochmal angeguckt habe, weil ich glaube, in den Underbelly nochmal zu rennen, wäre das Letzte, was ich gemacht hätte. Muss ich hier runter? Ja, genau, das Holz. Und dann war er irgendwie wieder in so einer Art von Burg. Ja. Und da ganz oben, da bin ich ja auch schon mal von oben nach unten gegangen. Maybe? Jetzt weiß ich nämlich schon gar nicht mehr weiter. Mittlerweile habe ich auch vergessen, wie der eigentliche Raum aussieht. Ah, es könnte aber noch richtig sein. Okay. Stimmt, bin ich hier nicht abgehauen? Ja, genau, hier bin ich nicht weitergegangen. Wahrscheinlich, weil ich den Wallride noch nicht hatte. Hm. Der Knopf da oben verwirrt mich auch ein bisschen. Warum sollte man die aktivieren? Gibt es hier irgendwo... okay. Aha, es tötet einen also instant. Die Dinger bewegen sich auch extrem schnell. Ja, aber das kommt mir eher so vor, als müsste man von der anderen Seite kommen. Aber ich meine, hier sind überall Knöpfe, auch auf der Seite. Das erschließt sich mir nicht so ganz. Ego-Perspektive? Hey. Ich bin der Beste. Okay, man trifft das Ding also nicht. Das macht's minimal problematisch. Ach so. Einfach bumm. Okay. Na gut. Ein Speicherpunkt. Okay. Wie nett. Hier. Oh boy. Mit denen gebe ich mich nicht mal ab. So. Da ist nichts, okay. Das sieht doch gut aus, genau. Und da muss man einfach nach oben fahren und dann ist das Ding da irgendwo, glaube ich. Oh, okay. Es ging jetzt nicht so hoch wie erwartet hier. Kann man alle einzeln aktivieren. Mhm. Ja, bitte. Ich kann das Ding aber nicht wieder runter machen wie ein Aufzug. Okay. Das ist minimal problematisch. Gibt es hier noch mehr? Nee. Dann habe ich es jetzt komplett aktiviert. Nochmal alles hier überprüfen. Achso, ich kann ja einfach hier durchrutschen, genau.
Oh, und es ist nicht auf der Höhe, okay. Klick. Es ist immer noch nicht auf der Höhe, aha. Ist das für ein Raum? Der ist neu. So, jetzt ist auf der Höhe und jetzt muss ich... Ich dachte, über mir ist so ein... Ah, eine Stange, aber da komme ich noch nicht dran. Ne, hier bin ich hergekommen. Kann ich hier noch irgendwie höher? Oder muss ich runter? Ja. Ah ja. Aber den Raum hier finde ich, das ist noch einer der besseren Räume. Was, ich sag mal, Puzzle und sowas angeht. Dass man sich hier durch so einen ganzen Turm schlagen muss, um die Knöpfe zu finden, das ist ganz nett. Jetzt muss ich nur irgendwie wieder hochfinden. Da. Oder auch nicht. So, jetzt müsste das reichen. Nee. Ein Schalter brauche ich noch. Oh boy, das ist immer kacke. Wenn eine Sache fehlt, weil die ist dann am schwierigsten immer zu finden. Ja. So, hier ist nichts weiter. Jetzt darf ich alles nochmal absuchen, weil das Ding kann ja wirklich überall jetzt sein. Oh, das hier ist neu. Joi. Nicht. So. Klettern. Da ist ja die Sache. Fuck. Daran scheitert jetzt mein Playthrough. Gimme Ascendant Light. Bounce off object and enemies. Speicherpunkt hier, okay. Na. Ja. Wusste ich doch. Ich hatte also komplett recht mit meiner Annahme, was diese Gegner angeht. Perfekt. Wo bin ich? Wo möchte ich hin? Oh boy, dafür ist das hier. Aha. Kann man das unendlich machen? Naja, bis ein Gegner stirbt, würde ich sagen. So, dann kann ich ja diese Gegend jetzt zu Ende durchsuchen. Habe ich nicht irgendwo den Schlüssel gesehen? Na, natürlich, und hier ist direkt der Ausgang von dem Level. Ah, mein Schwert sieht jetzt auch anders aus. Ein bisschen. Ja, toll, jetzt muss ich mich daran erinnern, wo dieser Raum war, aber... Da muss ich mich ja... Nee. Ich schlag mich da jetzt nicht nochmal so durch. Huch, okay. Ist ja fast schon gut designt hier. Und wo bin ich jetzt? Ach so, genau. Ich habe das irgendwo auch bei so einem Orb gesehen.
Ugh. Hey, Orbs. Und irgendwas Nutzloses. Healing Power. Wow. Ich würde das heute gerne oder jetzt am besten noch durchspielen, damit ich dann andere Dinge aufnehmen kann. Sowas wie Sims zum Beispiel. Oh, ein Ausgang. Und wieder im Theater. Oh, oh nee. Also irgendwie, weiß ich nicht, jeder Aus- oder Eingang ist irgendwie Bullshit. Aber irgendwann muss man ja mal an einem guten Ort hier ankommen, oder? Keep. Okay, das ist doch schon mal was. Hier können wir Progress machen. Ah. Und hier waren ja irgendwo auch ganz viele Orb-Dinger in einem Raum, wo ich direkt aufgegeben habe. Das heißt, ich muss am Ende wirklich nochmal in den Underbelly. Nope.